wollen wir das neue Video von Ferus reinziehen. 30.000 Aufrufe nach einem Tag. Digga, Ferus ist ein f***ing Macher, Bro. Ist auch geil, dass sein Content gewertschätzt wird. Das ist echt nice. Anime und dann wird er nicht fortgesetzt. Das kann natürlich die verschiedensten Gründe haben, wie das die Serie in Japan zum Beispiel... Shoutout geht raus an alle No Game No Life Zuschauer. Abgesetzt wurde. Zu geringe Einschaltquoten oder es war reine Werbung für den Manga. Bro, mein Bruder ist fast 40 und der ist bis heute todtraurig, dass Kickers nicht weitergeht. Ein gutes Beispiel dafür sind die Kickers. Sie konnten sich in Japan nicht gegen die tollen Fußballstars im TV durchsetzen und so wurde dem Ganzen die Reißleine gezogen. Sehr zu meinem persönlichen Bedauern. Somit hat mein 7- oder 8-jähriger... Aber ich sag ehrlich... Mario war schon ehrenlos dafür, dass er Gregors Schwester knacken wollte. Das war schon ein ehrenloser Plot, sage ich offen und ehrlich. Ich ganz umsonst auf eine Fortführung des Animes gewartet. Doch das ist nur eine Variante, warum ein Anime damals hier nicht fortgesetzt wurde. Oh mein Gott, seht ihr das hier links? Oh, Digga, da hittet es bei mir aber echt anders rein. Ich bin bis heute todtraurig, dass das... Oh, ich brauch's jetzt, bitte, warte. Schon Mega Man hätte geilen Plot gehabt, oder? Seien wir mal ehrlich, Mega Man Anti-Warrior 1 bis 10, Chat? Hast du damals das Gerät gehabt, um Mega Man zu spielen? Digga, ich hab einmal, wir sind 1000 Stores durchgerattert. Wir haben nicht dieses dumme Ding gefunden, aber es ist eine meiner traurigsten Kindheit-Erinnerungen. Warte mal. Ey, das Ding, ne? Oh mein Gott, das war heiliger Gral. Das wollte ich unbedingt haben. Aber nie gefunden in irgendwelchen Läden. Niemals. Das hat mich so traurig gemacht. Wir, die größtenteils mit RTL 2 aufgewachsen sind, kennen da noch ein ganz anderes Leid. Und das ist die Situation, wenn ein Anime eigentlich noch weitere Folgen hat, zumindest in Japan, aber RTL 2 aus verschiedenen Gründen sich dazu entschieden hat, ihn nicht mehr fortzuführen. Und auch dort haben wir die verschiedensten, schmerzvollsten Abstufungen. Die Anime, die RTL 2 abrasiert hat und in keinster Weise fortgeführt wurden. Digga, abrasiert. Und dann die etwas weniger schmerzvollen, die RTL 2 zwar abgesetzt hat, aber Jahre später von einem anderen Fernsehsender oder von... Digga, wer fühlt folgende Aussage? Als Kind dachte ich immer, dass die Reihenfolge der One Piece Arcs wie folgt ist. East Blue, Alabaster, Skypiea, Alabaster, Skypiea, East Blue, Alabaster, Skypiea, Water 7, Alabaster, Skypiea. Digga, Alabaster und Skypiea habe ich einfach 1 Million Mal gesehen. 1 Million Mal! Einem Anime-Publisher aufgegriffen wurden. Im Gegensatz zu den anderen Animes, die gleich noch folgen werden, hatten die One Piece-Fans es tatsächlich am leichtesten. Denn die Tele-München-Gruppe entschied sich, die Senderechte an einen TV-Sender der gleichen Gruppe zu geben und das war damals Tele 5. Die Prozedur hat nur etwas über ein Jahr gedauert und am 2. November 2009 ging es direkt mit 9 Folgen weiter. Nach dem Aus bei Tele 5 mussten sich die Fans zwar 4 Jahre gedulden, bis es dann letzten Endes... Digga, dieses Maskottchen von ProSieben Max, ne? Das ist echt, Digga, the most cursed shit, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, ne? Das ist... Also, was zum Teufel ist dieses Ding? Es auf ProSieben Max weiterging, aber diese Zeitspanne ist ein Witz im Gegensatz zu dem, wie lange Detektiv Conan-Fans warten. Es war so, ey, yo, der Praktikant, ne? Der hatte doch Animes geschaut, oder? Können wir den einfach... Lass ihn das machen. Gib den 50.000, der macht das. Ja, der macht das schon. Der wird eine coole Sache finden. Lass den das machen. Der Praktikant macht das. Super, danke. Real, mit dem RTL 2 locker noch jahrelang hätte weitersenden können. Aber die Realität zeigte leider, dass der Sender nach dem 3. Juli 2006 keine 9 Episoden mehr im Programm aufgenommen hat. Sie hatten zwar irgendwann angekündigt, neue Folgen zu beschaffen, scheiterten aber wahrscheinlich bei dem Lizenzgeber in Japan. Was war das bitte für eine Qual? Der kleine Detektiv endete mitten in einem Vierteiler. Beim Ende des zweiten Teils der Folge der stumm zurückgelassene Beweis... Auch geil, Digga. Einfach mal mittendrin abziehen. Es trafen Conan und Ran gerade auf Suichi Akai. Wer hätte zu dem Zeitpunkt damit gerechnet, dass wir 12 Jahre warten müssen, Digga! Bis wir erfahren, wie es an dieser Stelle 12 weitergeht? Also Jahre? Das ist geisteskrank. Das ist Heavy Metal. Also, vorausgesetzt, ihr habt nicht auf Japanisch irgendwo weitergeschaut oder den Manga gelesen. Das muss einer der längsten Cliffhanger gewesen sein, den nur RTL 2 Zuschauer kennen. Und ich werde diesen Moment niemals vergessen. Aufgelöst wurde es am 19. Oktober 2018 dank ProSieben Max, die den Anime fortgesetzt haben. Um das Gebiet abzurunden, sei hier natürlich auch Pokémon erwähnt. Hier strahlte RTL 2 am Ende nicht mal mehr die TV-Premiere aus. Die lief nämlich auf Disney XD. Bedeutet, für Pokémon-Fans gab es nie eine größere Unterbrechung bei der Ausstrahlung. Die letzte ausgestrahlte Folge bei RTL 2 war am 24. Februar 2013. Was RTL 2 an Durchhaltevermögen fehlte, um ihre Serien zu beenden, soll euch natürlich nicht fehlen. Deswegen jetzt zu Black Week der perfekte Zeitpunkt, um euch die notwendige Energie beim Uwo!
Placement! Teil 2 einfach auf den Müllhaufen geworfen wurden, hatten ebenfalls noch Glück, fortgeführt zu werden. Aber anders als die bisherigen nicht im Fernsehprogramm, sondern auf Disc. Zum einen selbstverständlich Inuyasha. Schon lange bevor RTL 2 sich vom Anime-Markt verabschiedete, haben sie Inuyasha nicht mal mehr mit der Kneifzange angerührt. Die Serie endete dort mit der Folge 104 am 17. November 2005. Immerhin 13 Jahre später. Ich sag ehrlich, wenn ich das so höre, ne? Digga, was ging denn bei Inuyasha 104 Folgen lang ab? Also was ist denn da passiert, Bro? 104 Folgen. Später trat ein deutscher Anime-Publisher als großer Retter auf den Plan und sicherte sich die restlichen Folgen von Inuyasha sowie den Final Act. Es war KZ Deutschland bzw. heute Crunchyroll. Digga, was ist da für eine Fireforce-Action draußen? Sie besorgten zusammen mit dem Synchronstudio für die Fortführung der Serie sogar einen absoluten Großteil des alten Sprechercasts. Warum RTL 2 so frühzeitig die Serie abgebrochen hat, lässt sich nur vermuten. Ich würde vermuten, sie war dem Sender einfach zu brutal und eine Zensur, die bei anderen Animes knallhart durchgezogen wurde, hat sich vielleicht nicht gelohnt. Wobei die Serie schon äußerst beliebt war, besonders bei den weiblichen Zuschauern. Aber vielleicht haben am Ende doch nicht die Quoten gestimmt. Das steht im krassen Gegensatz zu der Serie, die von RTL 2 sehr hart zensiert wurde, aber am längsten von dem Sender fortgeführt wurde. Ich rede von Naruto Shippuden. Die Serie. Oh nein, Itachi hat unseren gesamten Clan verschleppt! Die Serie blieb bis zum allerletzten Moment der RTL 2 Anime-Zeit. Und das war im morgendlichen Sonntagsprogramm, wo sie die Anime-Schiene hinverfrachtet hatten. Nachdem sie sich entschieden haben. Oh mein Gott, Digga, Inazuma 11 ist so geil, Digga, ich kann das nicht mehr. Inazuma 11 Merch irgendwann! Im April 2013 Animes komplett aus dem Fernsehprogramm zu nehmen, war mit 9 Folgen von Shippuden am 21. April 2013 Schluss. Lustigerweise hatte RTL 2 den Anime bis zur Folge 267 synchronisieren lassen, aber nur bis 265 ausgestrahlt. Die zwei ungesendeten Episoden liefen dann später bei Animax als TV-Premiere. Der Hit bei Naruto Shippuden war dann KSM Anime, die 2016 die Serie mit der Folge 268 als Disc-Release fortgeführt haben. Ohne Zensur von Text oder Bild. Das einzige, woran sich Fans gewöhnen mussten, war der neue Synchronsprecher von Naruto selbst. Tom Holland. Da Tobias Pippig in den 3 Jahren... Ey, Tobias, du wirst es nicht sehen, aber ich sag ehrlich, ich bin einer, der mit der OG-Naruto-Stimme aufgewachsen ist. Ich habe sehr viel Nostalgie für diese Stimme und ich bin in der Hinsicht ein wirklich ekliger Mensch, weil ich einfach sehr nostalgisch bin. Aber Tobias, ich sage offen und ehrlich, Synchro hat ein bisschen verkackt, aber du hast abgeliefert. Du hast wirklich einen geilen Naruto gebracht. Ich glaube, wenn noch ein bisschen bei Synchro andere Sachen gelaufen wären, wenn die Quali ein bisschen höher wäre, nicht von den Sprechern, sondern von dem her, wie es gemacht worden ist, glaube ich, wäre es echt ein pretty ass dope Dub gewesen. Aber Tobias, du hast abgeliefert, sag ich offen und ehrlich. Guter Naruto. Pause, seine Synchronkarriere an den... Tobias ist die Originalstimme? Okay, ich meine den neuen Naruto, okay? Nicht Tobias, du bist auch cool. Ich habe eben ein bisschen gepreacht über dich, aber ich meine... Ach, Pio sagt's eh gleich. Nagel gehangen hat. Ein Hybrid aus abgebrochen und nicht fortgesetzt, aber doch irgendwie fortgeführt war... Okay, er sagt's nicht, warte. Henning Nören. Henning, guter Mann. Du hast abgeliefert, Digga. Guter Mann. Guter Naruto. I accept you as my Naruto. John. Hier entschied sich RTL 2... Als wäre so meine Akzeptanz wichtig, Digga, für irgendwen. Ob es möglich gewesen wäre, aus Japan direkt die Folgen zu besorgen, kann ich nicht zu 100% sagen, aber da es zu dem Zeitpunkt bestimmt noch laufende Verträge gab, wage ich diese Option anzuzweifeln. Wieder kurz, Cut appreciaten, er hat gesagt, laufende Verträge und währenddessen hat er laufende Kinder eingeblendet. Das muss auch mal appreciated werden. Warum, ob RTL 2 die Serie überhaupt fortführen hätte wollen, sei natürlich aufgrund der Kritik seitens der Eltern an den Anime dahingestellt. Der deutsche Anime-Publisher Polyband... Digga, Shinchan war fake, Bro. Digga, guck dir mal diese... Bro, Shinchan hat ein different Pack gehabt. Der deutsche Anime-Publisher Polyband hat sich 2019 dazu entschieden, die Serie als DVD-Release fortzuführen. Doch deutlich anders als die Animes, die wir bisher hatten. Denn statt dort anzuschließen, wo RTL 2 damals aufgehört hat, ließen sie mehrere Staffeln von Shinchan einfach aus. Was halt mehrere hundert Folgen waren und starteten frisch mit der Episode 689. Zudem orientierte sich die Übersetzung am japanischen Original, was zu einem völlig neuen Shinchan-Erlebnis führte. Und der Sprechercast wurde komplett ausgetauscht. Ich stehe ja bekannterweise dazu, dass ich beide Varianten sehr mag. Das waren jetzt Animes, die wirklich Glück hatten, irgendwann eine Fortsetzung zu bekommen, auch wenn es ab und zu länger gedauert hat, als dass die Fans sich das gewünscht hätten. Doch jetzt kommen wir zu denen, die wirklich richtiges Pech hatten. Bei manchen Animes... Oh mein Gott, Bro! Blue Dragon?
Digga, ich weiß nur zwei Sachen über Blue Dragon. Akira tut die arme Arzt sein und die meisten hatten miese Crush gehabt auf die Weißhaarigen im Anime. Es ist garantiert schlimmer, dass sie nicht fortgesetzt wurden als bei anderen, aber schade ist es irgendwie trotzdem. Eine der unbekannteren Serien wird das Geheimnis von Daddy Langbein sein. Der Slice of Life Anime lief vom 1. Januar 2001 bis zum... Echt schade, dass dieser Anime nicht fortgesetzt worden ist. Ich wollte diesen Anime unbedingt schauen. 26. Januar 2001 auf RTL 2 und wurde niemals wiederholt. Ja, der Anime rund um das Waisenkind Judy Abbott, welches ein Stipendium auf einer Privatschule in New York bekam, schaffte es gerade mal bei der Erstausstrahlung auf 20 Folgen von insgesamt 40. Und das, obwohl RTL 2 die komplette Serie angekündigt hatte. Ich weiß nicht, wem von euch das Geheimnis von Daddy Langbein überhaupt noch etwas sagt, aber ich habe das Gefühl, es werden nicht sonderlich viele von euch sagen. Oh, ich habe das noch nie im TV gecatcht. In meinem gesamten Leben nicht. Nein, vielleicht war das auch der Grund... Daddy Langbein? Daddy Langbein, Digga, Luffy, was laberst du, Bro? Warum die Serie so... Hast du Blue Dragon geschaut? Ja, ich habe ein bisschen geschaut. Die hatten... Also Blue Dragon, die hatten quasi Stands gehabt, so Schatten, und das waren ihre Leute. Ich mag Stories nicht, wenn andere Wesen für die Charaktere kämpfen. Da bin ich immer so ein bisschen... Mag ich nicht so sehr. Deswegen habe ich es als Kind nicht so gefeiert. Ja, Digimon ist the same case. Weil Digimon ist ein bisschen anders gewesen, aber deswegen fand ich die vierte Staffel ja auch so geil, weil die selbst gekämpft haben. Mein damaliges Ich fand das so nice, dass sie selber gekämpft haben und nicht Leute in den Kampf geschickt haben. Aber bei Digimon und Pokémon ist doch was anderes so ein bisschen. Schwer zu erklären. Mein 12-jähriges Ich hat anders gedacht. L2 ist gerne zu der Zeit... Ja, Jojo feiere ich ja jetzt. Ich habe das ja damals nicht gemocht. Aber jetzt ist ja anders, you know? Für ihre Animes gehabt hätte. Oder was halt auch immer eine Möglichkeit ist, es gab irgendwelche lizenzrechtlichen Probleme bei der Ausstrahlung. Versteht auf jeden Fall, da sie nur in diesem kurzen Zeitraum im Januar 2001 lief, ist sie bestimmt nicht bei vielen im Gedächtnis geblieben und dementsprechend wollen viele wahrscheinlich auch keine Fortsetzung. Anders sieht es wahrscheinlich bei Doremi aus. Ihr wisst es alle, Doremi geschaut, warum? Ruffy konnte die Uhr nicht lesen und er wollte Naruto nicht verpassen. Hier hörte der Sender ab Staffel 3 auf, die Serie fortzusetzen und damit war mit Folge 100 Leb wohl Hanna... Digga! 100 Folgen? Was ist denn in 100 Folgen Doremi passiert? Digga, was denn, was? Am 21. Juni 2002 Ende. Die restlichen 101 Folgen bekamen wir nie zu Gesicht. Es schwirrten wie noch sogar mal Gerüchte durch das Internet, dass Staffel 3 bereits fertig synchronisiert bei RTL 2 liegen würde, doch das hat sich leider bis heute nicht bewahrheitet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann die restlichen Folgen bekommen? Fun Fact, Doremi ist deutsch Robin aus One Piece. Was? Wirklich sehr gering, aber sie ist zumindest größer als bei den meisten Animes, die gleich noch folgen werden. Zumindest hat KSM Anime die ersten 100 Episoden auf DVD veröffentlicht, die leider seit längerer Zeit überall ausverkauft sind. Digga, Doremi, einfach Raritätenware. Einfach jemand hat Doremi weggekauft, Bro, du kannst es nicht mehr kaufen. Irgend so ein weirder Typ, Digga, sitzt auf so 80 Kopien von Doremi. Und gebraucht zu wirklich hohen Preisen. Bro! 395 Euro für Doremi, nein, Alter, geisteskrank. Angeboten werden. Der Jubiläumsfilm, der noch gar nicht so alt ist, wäre eine Möglichkeit, einen schönen Abschluss für das Franchise hier Wertanlage zu bringen. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte schon irgendwie Bock auf Yupi Yupa Karapata. Bei Chibi Maruku-chan sollte die Hoffnung ganz weit unten liegen. Der Anime, der optisch ein wenig an Chinchan... Sinan hat sie gekauft. Anna erinnert, doch deutlich kindgerechter war, bekam von RTL 2 insgesamt 52 Folgen spendiert und lief mit der letzten neuen Episode am 17. Juli 2001. Das heißt, uns fehlt von der ersten... Fedos hat die Blu-ray von meiner Zeugung in seiner Sammlung, ja, nice to know, Ace. ...in Serie ca. 90 Folgen, was eigentlich machbar erscheint, wäre da nicht das Sequel, welches inzwischen über 1400 Episoden umfasst und in Japan immer noch läuft. Die Serie ist nicht günstig und blieb genug, dass ein TV-Sender sich die Rechte schnappen würde und auch ein Publisher wird sich nicht dran trauen, die restlichen Folgen zu übersetzen. Immerhin haben wir die 52 synchronisierten Folgen inzwischen auf Blu-ray und DVD durch Hardball Films erhalten, was wirklich ganz cool ist. Ebenfalls zu viele Episoden und wahrscheinlich nicht beliebt genug, um das irgendwann eine... Oh mein Gott, Digga, mein Boy Hamtaro, der in der letzten Reihe der Schule alle Sonnenblumenkerne weggeknackt hat und auf den Boden geschmissen hat. Fortsetzung folgt ist Hamtaro. Hier lief die letzte neue Folge bei RTL 2 am 29. August 2005. Das war die 102. Episode. 100? Was passiert da denn? 102? Digga, ihr sagt, One Piece ist lang, die haben ja alle 100 Folgen! Insgesamt gibt es jedoch 296 Stück von der Ham-Ham-Gang. Also fehlen uns hier fast 200... Das Folgende ist eine Fanszusammenfassung... Folgen. Einen vollständigen DVD-Release der verfügbaren Episoden gab es leider bis heute auch nicht. Aber ich meine, wenn Chibi Maruko-chan es geschafft hat, warum nicht denn der kleine Hamster? Bei beiden Serien ist das Ganze jetzt aber auch nicht mega dramatisch.
Digga, Lufhamtaro. Da es sich um Slice-of-Life-Animes handelt. Eine Handlung, die hier richtig zu Ende gehen kann, gibt es nicht. Sprich, wir müssen uns nicht fragen, was aus den Hamstern irgendwann wird. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass die Serie damit endet, dass Hamtaro an... Digga, warum guckt das hier so böse? Altersschwäche stirbt. Wobei, bei fast 300 Folgen nicht ganz auszuschließen. Ein Anime, bei dem es mich wirklich getroffen hat, dass der nicht bis zum Ende ausgestrahlt wurde, ist Ranma an Halb. Die Serie... Digga, Ranma... Also Ranma war mit dem Plot, dass der Typ ein Mädel wird. Ranma war seiner Zeit echt sehr angsteinflößend voraus. Digga, Ranma wusste Sachen, die wussten wir alle noch nicht. War ja eh auf RTL 2 total verflucht, so dass es einen schon wundert, dass es überhaupt 80 Folgen geschafft haben von den insgesamt 161, die es in Japan gab. Eine wirklich tolle und lustige Rom-Com mit guter Action, die am 4. Oktober 2002 bereits die letzte neue Episode in Deutschland bekam. Ihr kennt mich, ich werde die Hoffnung bis an mein Sterbebett nicht aufgeben, dass irgendwann die restlichen 81 Folgen in Deutschland erscheinen werden. Bei der zweiten Staffel... Es tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das nicht passieren wird. Vom Mega Man and T-Warrior habe ich entgegen deutlich weniger Hoffnung. Die 52 auf Deutsch synchronisierten Folgen der ersten Staffel liefen 2004 bei RTL 2. Wobei... Oh, Mega Man war echt different shit, man. Mega Man war so geil, Alter. Weil die Ausstrahlung bei dem Sender auch sehr verwirrend war, denn es fehlten teilweise Episoden, die... Weißt du, was wir gemacht haben? Ist eigentlich super peinlich, das zu erzählen, ne? Aber wir hatten... Pass auf, das ist jetzt echt weird, was ich erzähle, okay? Deswegen don't judge me, please. Ich muss die richtigen finden. Weißt, für euch sieht das gerade so aus, was kocht Ruffy da? Was ist da gerade los? Aber es macht alles gleich Sinn. Wir hatten damals Schienbeinschoner, okay? Pass auf. Wir hatten damals Schienbeinschoner, die so ähnlich aussahen. Und ihr seht ja hier... Hier sind solche kleinen, so Dinger drin, wisst ihr? Und die könnt ihr rausziehen aus den Schienbeinschoner. So Plastikdinger, die könnt ihr rausziehen, okay? Was wir damals gemacht haben, war folgendes. Wir haben diese Dinger uns hier hingeschnallt. Ich habe einen Cousin, ne? Jetzt kommt wieder eine Cousin-Story. Wir haben echt viele dumme Sachen gemacht. Wir haben uns das hier so hingeschnallt, ne? Also auf dem Arm. Und dann haben wir diese Dinger, diese, die du rausziehen kannst, haben wir reingemacht und haben wir dabei geschrien, Langschwert, Battleship, rein! Und bei Mega Man ist der Plot... dass du drei Schwerterchips reinmachst und dann hast du ein Megaschwert, okay? Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie da zwei, weiß ich nicht, 10-Jährige im Garten waren und geschrien haben, Langschwertchip rein, Download! Digga, Fantasie geisteskrank damals gewesen. Fantasie auf andere Level. Wir haben damals einfach diese Dinger auf Pappe gemalt, ausgeschnitten und dann als Digi-Weiß benutzt. Digga, ich schwöre, manchmal bin ich echt darüber... surprised, wie krass die Fantasie eines Kindes ist. Weil das hat einfach, Digga, das hat einfach Bock gemacht. Das hat einfach übertrieben Spaß gemacht. Wir haben damals diese, also das waren noch die anderen Sprites, nicht die 3D-Sprites, sondern die Original, also diese Dinger. Wir haben damals diese ausgedruckt in so kleine Kärtchen. Die waren nicht größer als, sagen wir so ein Ding, ne? Und wir haben dann mit Lego-Figuren, das waren unsere Spieler, also wir, haben wir Pokémon gespielt, Digga. Und die Attacken geschrieben wie so Dullis. Aber da war ich echt jung, Digga. Da war ich 6 oder so ein Scheiß. Ja, Digga. Heute ist TikTok, Bro. Heute ist Chippen auf TikTok. Aber das haben wir damals gemacht. Das war damals unsere Unterhaltung. Bro, Fantasie eines Kindes, unmatched, geisteskrank. Später bei Jetix noch gezeigt wurden. Sprich, rein theoretisch. Hab Yu-Gi-Oh!-Karten ausgedrückt und auf alte Karten geklebt und mit anderen getauscht. Ey, ich hab das schon mal erzählt, ne? Aber diese Karten, ne? Diese Karten, Bro, die haben wir so oft benutzt und auf echte Karten geklebt. Weil guck mal, die echten Karten, die hatten immer dieses Ding unten rechts. Das haben die Fake-Karten nicht gehabt. Diese Karten, Bro, wenn du diese Karten noch kennst, Digga, bist du OG. Er hat einfach mal seinen Freund geklingelt und die Mutter überreden müssen, dass X... Bro, wie oft habe ich meiner Mutter gesagt, sag denn, ich bin krank, ich habe keinen Bock rauszukommen. Aber ja, generell schon. Tisch lief die letzte neue Folge 2009. Da wir hier wieder eine US-Fassung bekommen haben, hatten wir eh nicht alle Episoden des Animes. Aber die Fortsetzung Mega Man and T-Warrior Axis mit insgesamt 51 Folgen hat RTL 2 sich komplett gespart. Was irgendwie schade ist, weil ich in Erinnerung habe, dass die Spiele ziemlich beliebt waren und ich meine zumindest, dass ich die Serie mochte. Zeit für ein Rewatch und ein eigenes Video? Was sagt ihr dazu? Bitte, oh mein Gott! Bitte, Fedus, wirklich jetzt... Ich brauche ein Mega Man Anti-Warrior Video in diesem Leben. Bitte, ich brauche das ganz dringend. Das muss passieren. Yu-Gi-Oh! GX. G
Generation Next hat RTL 2 meine persönliche Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Serie im Programm gehabt. Doch leider bekamen wir nie die finale Staffel und somit war mit Folge 155... Let's go Yu-Gi-Oh! GX Generation Next! Waren Yu-Gi-Oh! 6 Minuten? Ich werd's auf jeden Fall irgendwann gucken, Digga. Ich hatte so einen Spaß mit dem Yu-Gi-Oh! Video. Also ich hatte wirklich immensen Fun mit dem Yu-Gi-Oh! Video. Also ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall nochmal reingehen werden. Apropos, also in Deutschland war es so, dass die letzte Staffel gar nicht rauskam. Was sehr weird ist, weil Yu-Gi-Oh! Jax ist in Deutschland damit geendet, dass Jesse gegen Yubel sich duelliert hat. Und es dann dazu kam, dass Jane sich eingemischt hat. Die haben geclashed mit Regenbogendrachen und das war's dann. Und wir erfahren erst in der nächsten Staffel, die gar nicht in Deutschland war, erfahren wir, dass Jaden Yubel quasi aufgenommen hat. Ich weiß den Plot auch nicht genau, dass Yubel aufgenommen worden ist und sie so besiegt werden konnte quasi. Und dann, Digga, kommt ein Arc, wo die Jadens Hilfe brauchen, weil die voll am Abkacken sind und Jaden so: Bruder, ich bin raus, ich helfe euch nicht mehr. Ich liege jetzt depressiv rum, ist mir egal. Kümmert euch um euren Scheiß selber. Ist mir egal, ich mach das nicht. Aber dann macht er trotzdem und hilft denen. 50, der oberste König kehrt zurück, Teil 3, am 4. Dezember 2008 Schluss. Hier muss sich RTL 2 aber wieder in Schutz nehmen, da sie eher weniger die Schuld trifft. Die weltweiten Rechte außerhalb von Japan und Teile Asiens lag in den USA bei 4Kids. Und dort wurde Staffel 4 einfach jahrelang nicht ausgestrahlt. Somit gab es für RTL 2 auch nie die Möglichkeit, die letzte Staffel... Bro, Digga, habt ihr das gesehen? RTL 2 auch nie die Möglichkeit... Digga, Yugi ist freaking buffed, Bro! ...die letzte Staffel zu bekommen. Inzwischen sind die Lizenzen bei Yu-Gi-Oh! Zwar schon länger nicht mehr so, wie es 2008 der Fall war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie irgendwann fortgesetzt wird. Aber hey, für solche Überraschungen wäre ich jederzeit zu haben. Ein sehr ähnliches Szenario haben wir auch bei der Nachfolgerserie... Nein, ist es nicht zu Ende gegangen, 5Ds? ...Yu-Gi-Oh! 5Ds. Nur, dass hier das Lizenzthema deutlich komplizierter ist. Denn bis einschließlich Folge 64 wurde von RTL 2 die 4Kids-Variante aus den USA genutzt. Danach griff man bis Episode 116 direkt aus Japan für das Ausgangsmaterial zurück. Ach. Was das alles mit sich zog, werde ich nochmal in einem gesonderten Video erzählen. Trotzdem ließ RTL... Ey, diese eine Folge bei Yu-Gi-Oh! Wie war das doch mal? Die fand ich auch so gruselig. Wie heißt mal bei Yu-Gi-Oh! 5Ds das Girl, was Jack knackt? Wie heißt das Girl? Heißt sie Carly? War das Carly? Oder wie hieß die? Die mit dieser komischen Brille. Die hieß Carly. Bro, das war so ein gruseliger Plot, wie die dann böse geworden ist und Jack dann auch böse. Das war so eine weirde Folge und dieser ganze Plot mit Kellen, also nicht Akiza, nicht Kellen aus Code Geass, sondern Kellen. Bro, das war auch so gruselig, Digi. Das war schon ein Wild Arc, Alter. Was unter Umständen gerade auf das Lizenzchaos zurückzuführen ist, welches zu der Zeit seitens 4Kids herrschte. Leider wurden die fehlenden Folgen nie nachgereicht, auch wenn der Anime-Publisher KSM Anime es zumindest versucht hatte, aber es entweder nicht geschafft hat oder es nicht... Ja, ich wollte nur Tristan sein, ich gib's zu. ...ohne TV-Partner hätte stemmen können. Und noch eine Yu-Gi-Oh!-Serie wurde vorzeitig beendet, nämlich der Ableger Sechsel. Bro, I don't care, ich hab nicht eine Folge geschaut. Ich bin ehrlich, ich bin typischer, getriggerter Yu-Gi-Oh!-Fan. Ich fand's überwack, dass auf einmal ein Kind Protag ist. Sorry. That's my opinion. I don't care, man. Der Anime lief bis Folge 30 auf dem Sender und wurde mitsamt des gesamten Anime-Programms auf RTL 2 am 21. April 2013 beendet. Doch im Gegensatz zu GX und 5Ds wurden die restlichen Folgen von RTL 2 noch auf... Habt ihr gehört? Letztens gab es ja, ich weiß nicht, ob diese Leaks fake waren, aber ich habe letztens gelesen, dass aktuell wieder im Gespräch ist, dass es so eine Art Reboot der originalen Yu-Gi-Oh!-Serie geben könnte. Ich weiß nicht, ob ich's live gesagt habe in einem Video, aber ich meine mal, vor einer guten Weile gesagt zu haben, dass ich es sehr cool finden würde, wenn die Yu-Gi-Oh! Soft rebooten würden, die Serie nochmal neu erzählen mit neuen Plots und halt neue Karten reinwerfen. Das wäre schon cool zu sehen, wie Yugi mit Link-Karten spielt und so. Würde ich persönlich sehr cool finden, ob es so eine Möglichkeit gibt. Naja, ist eine andere Sache. Aber würde ich interessant finden, weil man könnte so alte Fans dazu bringen, das neue Spiel zu verstehen. Das fände ich halt cool. War, ja. Ihrer Internetseite RTL... Yu-Gi-Oh! 6 ist eine underrated geile Serie. Digga, kann ich nicht glauben. Kann sein, ich kann es jetzt nicht glauben. Anime.de so wöchentlich mit Doppelfolgen fortgeführt. Ob die auch mit den Fehlern aus der ersten Staffel. Aber Yu-Gi-Oh! Hat gar... Also das Thema Fehler ist ein bisschen schwierig, weil Yu-Gi-Oh! War in der ersten Ausstrahlung, wo es da war... Da waren die Regeln noch gar nicht so festgesetzt, wie sie dann später waren, ne? Das war ja eine andere Art von Serie, das hat sich ja dann nach und nach entwickelt. Fehler ist immer so eine Sache. Und innerhalb der Serie machen ja viele Sachen auch Sinn,
für die Art Anime, die Yu-Gi-Oh! Ist. Also so viele Fehler sind da gar nicht drin. Das Spiel hat sich entwickelt. Wenn du natürlich sagst, wie das Yu-Gi-Oh! Spiel ist, ja, dann sind Fehler drin. Aber wie gesagt, das ist ja ein Manga, der zu einem Kartenspiel geworden ist. Das ist ja auch eine Transition, die dann durchgeht. Dieser Service von den Fans genutzt wurde, kann ich leider nicht sagen, aber es war immerhin... Naja, aber es gab schon random Effekte, wie mit Katapultschildkröte und der Festung. Ja, aber ich sage ja, das ist ja, weil der Manga das vorgegeben hat. Das ganze Spiel hat sich ja entwickelt. So, das ist ja an sich kein Fehler. Es ist irgendwie weird, weil die echte Karte einen anderen Effekt hat, aber es ist per se in meinem Buch nicht ein Fehler. Eine Option, Yuma und Co. weiter zu verfolgen. Außerdem war Sechsel nicht komplett aus dem Fernsehen verschwunden, denn auch... Selbst Regeln, die im Anime aufgestellt werden. Ja, natürlich, Digga, im Anime ist total weird. Digga, Yugi hat Mako Tsunami besiegt, weil er im Spiel den Mond zerstört hat und dadurch sich die Gezeiten geändert haben. Es ist schon freaking weird. Das bestreite ich ja nicht. Aber der Yu-Gi-Oh! Anime war ja in der Transition-Phase von Manga, der ein normaler Manga war, der zu einem Spiel wurde oder wo das Spiel aus Manga ein richtiges Kartenspiel wurde. Nickelodeon hatte den Anime Anfang 2013 ins Programm aufgenommen und bis Episode 49 ausgestrahlt. Erst 2014 liefen die Folgen 50 bis 146 als Free-TV-Premiere auf ProSieben Max. Ähnlich sieht es bei dem anderen Kartenspiel-Anime aus, nämlich Duel Masters. Der Anime, der... Wenn ihr mal Bock habt auf einen richtig funny Ride, Guys, kann ich euch nur empfehlen, die deutsche Synchro von Duel Masters zu gucken, weil die machen sich so hart über den Anime lustig, dass es nicht mehr normal. Duel Masters actually ein bisschen big in Japan, ne? Die Dinger sind immer noch fun, die Karten gibt's immer noch, die zocken das immer noch bis heute. Der in Japan stellenweise geboomt hat und über die Jahre noch weitere Serienableger bekam. Auch hier... Angriff auf den Mond ist mittlerweile eine Zauberkarte bei der Wirloof. Damit kann man Zauberkarten zerstören, was der Mond eigentlich auch war. Digga, crazy. Lagen die Rechte wieder in den USA und wir haben eine sehr, also wirklich sehr abgewandelte Version des japanischen Originals erhalten, was die Serie auch irgendwie legendär macht, da es wie ein Abridged-Anime rüberkommt. Falls ihr dazu mehr wissen wollt, ich habe schon ein komplettes Video zur Serie gemacht. Während aber in den USA die zweite Staffel ebenfalls gezeigt wurde, ist in Deutschland leider nach der ersten Schluss gewesen. Somit haben wir seit 2004 keine neue Folge mehr sehen können. Und das obwohl... Monsterkarten ohne Tribut zu rufen war auch anders wild. Ja, Kranzler, das stimmt, aber du musst auch dazu denken, Kaiba musste ja erstmal den Flashback bekommen über das antike Ägypten, damit er verstehen konnte, dass sie damals schon Monster als Tribut angeboten haben, weil die Monster zu mächtig sind. Also da finde ich, da kann man Kaiba als CEO keinen Vorwurf machen. Er musste es erstmal checken, wie die damals gezockt haben, bevor er das Spiel ändern konnte. Also da kann man den schon mal in Schutz nehmen. Shobo wirklich noch viele Folgen in Japan bekommen hat. Ein weiterer Anime, bei dem es mich sehr ärgert, dass RTL 2 die Ausstrahlung abgebrochen hat, ist die Serie Pretty Cure. Ich kann tatsächlich nachvollziehen, dass sie die anderen Cure-Serien... eine absolute Ikone. ...danach nicht gezeigt haben, aber zumindest die Geschichte rund um Nagisa und Honoka hätte ich gern abgeschlossen gesehen. Doch leider nein. So war in der ersten Staffel mit Folge 49 Die Macht des Glaubens am 15. November 2005 hier ebenfalls Ende. Das heißt, es fehlt uns das komplette Pretty Cure Max Heart mit insgesamt 47 Max Folgen. So haben wir leider nie erfahren, dass der Dark King weiter existierte und einfach neue Bösewichte erschuf. Und wie ging es eigentlich weiter mit der Liebe zwischen Nagisa und Shobo? Und auch die dritte Cure, Shiny Luminous, haben wir nie kennengelernt. Richtig ärgerlich. 2008 versuchte man bei RTL 2 mit der Serie Blue Dragon so ein wenig den Dragon Ball Hype von damals wieder zurückzuholen. Natürlich ohne Erfolg. Spoiler Alert, hat nicht geklappt. Sonst wäre der Anime ja höchstwahrscheinlich nicht in diesem Video. Die Serie, die auf einem Videospiel basiert, bei dem das Charakterdesign von Akira Toriyama höchstpersönlich stammt, erhielt bei dem Sender... Wieso? Digga, ich bin sein Sohn, guck mir... Ich bin sein Sohn, Bro. 1:1. 1:1, oh mein Gott! Insgesamt 51 Folgen, wo die letzte neue Episode am 2. November 2009 lief. Die zweite Staffel Blue Dragon Trials of the Seven Shadows mit ebenfalls 51 Folgen schaffte es nie auf RTL 2. Der Anime wurde sehr durchwaschen bei den Fans aufgenommen, deswegen ist zu bezweifeln, dass hier viele trauern werden. Aber eine Serie, die nicht abgeschlossen ist, ist nun mal nicht abgeschlossen. Und da es doch bestimmt ein paar Fans von Blue Dragon gab, ist es dann doch irgendwie schade. Sehr hart hat es auf... Seht ihr, wie die... Guck mal, seht ihr, wie sie die animiert haben, Digga? Seht ihr, wie sie das gemacht haben? Da hat man ja keine Wahl, Bro. Ist es dann doch irgendwie schade. Sehr hart hat es auf RTL 2 Inazuma 11 getroffen. Danke für alles, Inazuma 11. Ich weiß, dass ich ohne dich nicht hier wäre. Nur dank Inazuma 11 bin ich heute hier.
und habe alles zu verdanken, was ich mein Leben habe. Der Fußball-Anime, der wie Blue Dragon auf einem Videospiel basierte, schaffte es bei RTL 2 gerade einmal auf 26. Digga, er ist so ein Goat, ne? Digga, er, ich schwöre, die haben ihn auf die Ersatz... Ey, die haben den auf die Ersatzbank getrieben, ne? Die haben den auf die Ersatzbank getrieben. Der hat in der nächsten Staffel kein Spiel gemacht. Der kam zur WM nicht mit, aber er hat immer weiter gearbeitet. Immer weiter und weiter und weiter. Und dann, als ein Platz frei war, kam er zurück und hat alle fertig gemacht. Und wer ist am Ende von Inazuma Eleven ein Fußballer geworden? Er, Digga. Er ist ein Fußballer in der Serie A geworden. Als einziger. Endo, der Hauptcharakter, ist fucking Coach geworden von einem Grundschulteam. Aber er, Digga, er zockt in der Serie A. Leider alles sehr, sehr schade. Schade wäre es aber nicht, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr möglicherweise ein Abo dalasst. Very good Video. Und vergesst nicht, die Angebote von Hody auszuchecken. Dazu alles weitere in dem angepinnten Kommentar. Very, very good. Falls euch jetzt interessiert, was bei RTL 2 und ihren Animes noch so schief gegangen ist, dann habt